aber Sie werden sie gleich im Bild haben. Und besonders für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, die Sie ein Farbgerät bereits besitzen, wir hoffen, dass die Farben gut über den Satelliten nach Deutschland kommen. Und hier bereits Ostdeutschland, wie die offizielle Bezeichnung heißt, mit Karin Balzer, der Olympiasiegerin von Tokio über 80 Meter Hürden als Fahnenträgerin. Es hat einen kleinen Zwischenfall gegeben außen bei der Aufstellung, als die Mannschaft Ostdeutschlands, wie die offizielle Bezeichnung im Internationalen Olympischen Komitee noch lautet, mit einem DDR-Schild einmarschieren wollte. Polizei kam, das DDR-Schild musste überklebt werden und dafür stand dann Ostdeutschland da, so wie es die IOC-Regeln noch...